So, habe ich Käbelchen gezogen. Jetzt sollte eigentlich besser sein. Mal noch einmal WhatsApp schicken. So, Kabel gezogen. Zack. So, wo war ich denn? Das war das. Boah. Kommt der das? Weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich. In dem Brief? Was steht denn in diesem Brief drin? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ja, das ist auch Day of the Tentacle von 93 oder so was. Das ist von LucasArts. Das ist halt jetzt neu rausgekommen als HD-Remake. Gute Idee, erstmal einen Schluck. Das kriegt sie auch. Das kriegt sie auch. Maus. Maus, ja, brauche ich dafür die Katze, ja, ja, ja. Brauche ich Rollstuhl für. Ja, Sam Max ist auf jeden Fall cool. Gibt es aber, glaube ich, auch noch nicht als HD-Remake, sondern nur in neue Episoden. Die fand ich aber nicht so. So geil. So geil fand ich die nicht, ne. Muss man. Ich will nicht. So, jetzt muss ich mich ja eben nochmal ein bisschen konzentrieren. Ich weiß gar nicht. Was muss ich denn mit der nochmal machen? Hat die alles? Ja. Nee, hier konnte man nicht weiter rumrennen. Ich muss der Tentacle Guy jetzt die Katze vor die Füße werfen. Und durchaus sein. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Herr Tentacle Guy. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Nee. Wie war das denn? Wie war das denn? Wie war das denn? Hab ich denn jetzt hier irgendwas schon von Hoagie gekriegt? Nee, aber ich weiß, was ich machen kann. Jetzt nehme ich hier einfach weg. Leckt es denn noch immer? Fragezeichen. Das wäre jetzt mal die große Frage. Weist mich darauf hin, dass es leckt und sagt nischt, nachdem ich Käbelchen gezogen habe. Ah, guck mal. Nee, bin hier. Ah, alles klar. Leckt es denn noch? Also, nee, es leckt nicht mehr. Leucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Genau, ich weiß, was ich zu tun habe, zumindest um die Nummer vom Safe rauszufinden. Erna? Tschüss! Edna! Bam! Erster weg in die Alte! Fick dich! Musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen? Dick am Lecken oder was? Kann eigentlich nicht sein. Betrachte. Wreck. Bam.
Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Sekunde, jetzt muss ich ja eben hier Ette machen das Band und ist am Ende. Reverse. Und Play. In EP. Also, das ist 101 999 57. Boah, Dr. Fred Edison. Steuerfahndung. Dr. Fred Edison. Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. So, ich glaube, jetzt ist der Knopf kaputt. Der Knopf ist kaputt, genau. Ja, und damit müsste ich eigentlich das Ding öffnen können. Öffnen. Mal sehen. 101, 99, 57. Richtig. So, das war, glaube ich, den muss ich, glaube ich, in der Vergangenheit abschicken. Der erste Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Was? Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. War das jetzt so? Das ist nicht gut. Er ist nicht unterschrieben. Er ist nicht unterschrieben. Ja, dann lass ihn doch unterschreiben. Unterdessen. Bin sofort hiermit fertig. Dann schnapp ich mir das letzte Design, nähe es schnell und dann heißt es auf Wiedersehen, Betsy. Tschüss, Betsy. Unterzeichne mal hier, du Hurensohn. Ich will nicht. Oh, Borsche. Okay, jetzt wird's echt knifflig. Jetzt wird's echt knifflig. Yo, Mr. Tentacle Guy. Aua. Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was? Was? Was ist ein geiles Menschenbild. Genau wie ich dachte. Was?
Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Ah, damit krieg ich ein Tentakelkostüm, ne? Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bring dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte ein Tentakelkostüm oder sowas, aber ich kann nicht mal nähen. Was kriegst du jetzt? Das Tentakel-Kostüm. Jetzt musst du nur püsern. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Wer sind alle Spastis? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Hier die ganzen spielbaren Charaktere. Erledige dein Geschäft. Ach so, ja. Du hast das Spiel nie gespielt, ne? Die Tentakel, also hier der Kollege in Lila, der hat die Welt übernommen. In der Gegenwart. Und jetzt sind halt alle drei Charaktere hier, Hoagie, Laverne und Bernard, in der Zeit verstreut. Laverne ist in der Zukunft, Hoagie ist in der Vergangenheit, Bernard ist in der Gegenwart. Und jetzt muss man halt versuchen, die Zeit wieder in Einklang zu bringen und Tentakel versuchen aufzuhalten, dass er die Weltherrschaft an sich reißt. Das ist so ganz grob erklärt. Alles klar, ich glaube, ich muss nochmal zum Arzt. Und ich aufs Dach kommen. Dann habe ich mein Kostüm. Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Warte. Eins im Eisfach, drei im Sinn, sechs. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Mir ist schlecht, schon wieder. Oh nein, da fehlt mir die Kurbel. Wo gab's die denn? In welcher Zeitepoche? Ist das da eine Anspielung drauf? Aber mich wundert, dass du das nicht kennst. So, das war damals voll das mega krass angesagte Spiel. War in jeder zweiten Computerspielezeitschrift drin. So. Sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Oh, ja, 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 ja. Oh. Na komm, dann guck ich jetzt auch noch mal hier. Was war das denn hier? Da gab's Mikrowelle, da kann ich den Hamster auftauen. Da ist nichts drin. Da wäscht sich den sein Gedöns. Hallo, hey, da bin ich bist wieder. Du rausgekommen? Geh da wieder rein.
Ja, jetzt muss ich schon mal pissen. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Schau doch mal auf Google, was da geht. Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ja. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? So. So, jetzt kann ich mich hier auch frei bewegen. Nice one. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showroom. Ich mir heute den fetten Finger gehauen, ey. Tut mir immer weh. Was geht hier bei dem? Hallo. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakel-Kamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Oh, mein Name ist... Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpur-Tentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Hey, das ist ein Nachfolger. Hey, blödes Tentakel! Sie öffnen... Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Ja, Mr. Hoagie hat doch einen Flaschenöffner, der eigentlich ein Dosenöffner ist. Den braucht er auf jeden Fall zurück für die Superbatterie. Sie öffnet sich. Die öffnet sich automatisch. Ah ja, alles klar. Benutze mit.
dann kriegt er hier noch sein Grinsen. Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Also geht es das so. Okay. Verlängerungsstunde nehmen wir auch. Das Crow John gleich anzuschließen. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Sag, du kommst mir bekannt vor. Natürlich, du Blödmann! Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer! Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Was gibt's? Du störst meine Konzentration. Tschüss. Okay, geht es nicht weiter hoch. Das heißt, dann kann ich ja meine Huren-Mumie ausstatten. Ich weiß nur nicht mehr, wofür ich den. Ich weiß, dass ich hier den Hamster hin tue. Aber ich weiß nicht, wofür ich den brauche. Das kriegt er. Ich sollte mir das bis zur Entscheidung aufbewahren. Den hier. Ja! Das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Mhm. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Okay. Geht das beste Lächeln? Es geht die beste Lache. Es geht das beste. Und dann sagte ich zu ihr: Das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war Witz. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Oh, mal eben hier. Mikrofon richten. So. Harold hat tolles Haar. Die Mumie hat sich verbessert. Ja, aber sie ist langweilig, eintönig und macht nichts her. Während Harolds mit jeder Kopfbewegung wogt und wallt. Genau, Harold gewinnt. Wenn die Mumie nur etwas besser wäre. Einverstanden. Ich muss die Mumie kennen. Ja, ja, mit Miet. Mit dem, was ich schon benutzt hatte. So. Lecker. So, haut rein. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Wahnsinn! Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Aber hat sie auch Sterne und Blitze? Nein, Harold ist immer noch besser. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden. Okay, Harold braucht die Kotze. Das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also,
Wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Tschüss. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Disqualifiziert. Auf Wiedersehen. Hoho, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Ich die Zähne noch putzen, ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Och, Mumie. Macht eine Gizmo hier. Hey, was machst du denn hier? Wie kommst du denn her? Da findet auf einmal Hunde hier, mein... Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Hier ist das Mikrofon. Ja. Okay, sag mal, guten Tag. Wer weiß einen Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Was für ein Witz. Ein Klassiker. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Gewonnen. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Tschüss. Nein, er sieht geschafft aus nach dem ganzen Kram. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant. Wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Kann man die jetzt wegschicken?
hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Krautsalat. Krautsalat? Gütiger Himmel! Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. So, dann schicke ich dich mal weg, indem ich... Hey, Süße! Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin nur hier, ich da, bin, um dich zu sehen. Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ich suche nach einem Tier. Aua! Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen beißen, sind Fälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Erkennst du mich nicht? Nein, ich. Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Wie kriegt man den denn nochmal weg? Besser nicht. Lecker, klasse Ungeziefer. Sieht so aus, als würde sie sich lieber am Zaun kratzen, als mit diesem Nagetier zu spielen. Na, die muss zum Skunk werden, ne? So, jetzt nervt der Hund. Dann packe ich den mal nochmal eben... Obsick und hol mir mal nochmal ein neues Bier. Bis gleich.